Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Karim. Wir sind hier angekommen in Winterfeste bei der Akademie und müssen jetzt reinkommen. Dafür müssen wir heilende Hände casten und freue mich riesig. Ich habe in der Nacht so ein bisschen nachgedacht. Es könnte vielleicht ein bisschen schwer sein als Magier, aber da müssen wir einfach ein bisschen mehr buffen, denke ich mal. Vielleicht irgendwie, jo. Und ich habe gerade gelesen, dass Arcay gegen Untote ist, also vor allem gegen Vampire. Und da wir Vampire und Untote beschwören, werden wir wahrscheinlich ein Gegenspieler sein von einem Gott. Ja, das kann. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand, selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Hat das jetzt gemacht? Die Ich bitte hören. ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein, aber die Akademie besteht immer noch. Ist es wieder ein Bug, dass der Spell anders heißt? Ich würde gerne ein Rollenspiel machen, aber das Spiel lässt mich am Ende. Schauen wir nochmals nach. Wirke heimde. Was sehr gut Okay, gemacht. ich muss auf sie. Ich glaube, ihr werdet die Nicht ganz auf Akademie sie gemacht. hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabel Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Okay. So, ja, easy. Es stand nur heilende Hände casten, aber nicht auf sie oder so. Ja. Naja. Okay. Ja, die erste große Prüfung haben wir schon bewältigt. Jetzt werden wir natürlich schon ein extrem guter Magier sein. Kein Problem, alles sofort mega zu burn und riesige Feuerkugeln blitzschnell auf Drachen schießen und sie einäschen. Ja, was ist jetzt? Carsten? Ah, hast du Probleme? Ich finde ja toll, dass bei mir es kein so gut ist. Ja, irgendwie hat es kein. Ah, doch manchmal irgendwelche Wegfindungsprobleme und ja, lustige Szenen, die Physik Engine zusammenhängen und so weiter. So, finde ich lustig. Also, ah, das ist Schrein der Uhr, oder wahrscheinlich. Hey, cool. Ja, ich freue mich, da auch hoch zu kraxeln. Vielleicht ist ein Auf. Frag, ja. Die hat jetzt hier so ein Feuer gemacht. Scheinbar, dass ich ja hier rein kann. Nichts. Ja, gut. Ich Jo. glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Sieht nicht gerade vertrauenswürdig aus. Immer so cremig aus. Oh Gott. Naja, der ist ein schöner Tür. Willkommen an der Akademie. Cool aus hier. Okay, reden wir mal mit Mirabelle. Wurde beauftragt, euch auch. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Habe auch eine Ich führe Robe. euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Entschuldigt, aber daran bin ich. Ich würde gerne ums. Sehr schön, bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Ivo, Die steht. Akademie von Winterfeste ist schon seit Tausenden von Jahren eine feste Institution in Himmelsrand. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Akaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers.
Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Okay. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Ja. Ja, ganz nett. Kann ja auch helfen. Niemand ausrastet. Oh, nicht mächtig. Was gegen einen Dieb? Im letzten Part haben wir wirklich einen relativ schweren Dieb und ja, Probleme mit einer Wache oder mit mehreren Wachen gehabt. Okay. Jo. Sie redet wahrscheinlich gleich wieder. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Okay, es gibt ja in diesem Spiel, in dieser Reihe der Elder Scrolls, die Kashyyyk. Und ich wollte mal nachschauen, ob es geht, dass man andere Rassen ins Spiel einfügen könnte. Wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein, so etwas zu texturieren. Also die Meshes vor allem zu machen. Aber so etwas hätte ich gerne, weil Katzen und Echsen alleine sind irgendwie ein bisschen, ja, sie kommen von einer anderen Welt und es spielt in einer anderen Welt, wie auch mal gesagt, dass ich eine andere Welt mache. Ich möchte ja muten und deshalb, ja, möchte ich da schon etwas ziemlich cooles jetzt schon einfügen. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Ja, danke. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Bringt ihr mir einen Seelenstein? Okay, danke schön. Ja. Jo. Aber ja, also wir müssen den Seelenzauber da fluchen. Das ist gar nicht, wie er hieß. Seelenfalle, glaube ich. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdir haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Okay. Ich finde das cool. Der perfekte Animation. Ja, ich bin nicht so Fan von Unschärfeffekten, aber es ist irgendwie gerade cool gewesen. Ist gar nicht so schlimm. Aber manchmal sind die Unschärfeffekte einfach zu wenig aufgelöst. Schwummerig. Ja. Sehen einfach nicht so schön aus. Da muss noch gemacht. Ich bin schon dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer leitenden Mitglieder. Okay, gerne. Tschüss. Ja, ich versuche jetzt auch nicht immer zu siezen, weil ja, es hat Englisch und das duzt man halt immer. Ich weiß nicht, ob ich das auch einfüge dann in den Mods, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe gestern schon recht viel gemappt. Und es geht ziemlich gut, aber willkommen. Ja, willkommen. Es ist schwer. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Ja, gerne. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Ja, auch aus. Und was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, hey. Bitte. Genau das meinte ich. Eine Stimme. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Na, vorwärts, vorwärts. Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ich hab vieles gesagt. Hey, Lügner.
so richtig mega uralter, sagt natürlich so richtig, ja, und das vorsichtig und so, und die anderen, hopp, 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 vorwärts, schnell, schnell, schnell. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Sicherheit ist das Allerwichtigste. Nun, eure Klassenkameraden scheinen da. Ist mir egal. Meinung zu sein. Oh, hört nicht auf ihn. Wir können es schaffen. Gebt uns einfach nur eine Chance. Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ja. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Brauch Schutz gegen Drachen. Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Warte kurz. Wir brauchen gegen den Hauch des Drachen, also der Mundgeruch, brauche ich einen Schutz oder brauchen wir einen Schutz? Und das gibt es wahrscheinlich in Skyrim nicht. Also wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen vollgehaucht, sabbert. Kann man dagegen machen? Vielleicht sich danach waschen? Oder eine Gasmaske tragen? Ist schon Gasmasken da? Vielleicht gibt es Gasmasken. Okay, ich kenne keine Schutzzauber. Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Wohin? Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Okay. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. So. Also, Schutzzauber. Das passives, leichte Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Haltet still. Sehr gut gemacht. Der ist daneben. Das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Okay, gerne. Machen wir. Jetzt gehen wir mal auf die Suche nach Beschwörungszauber. Muss vielleicht noch ein bisschen Alchemie machen oder so. Wir brauchen einfach mehr Geld. Ich will euch einen Rat geben. Ihr wollt an etwas arbeiten, das offiziell nicht erlaubt ist? Sagt es einfach niemandem. Wenn ihr etwas braucht, das ihr offiziell nicht haben solltet, dann sucht mich auf. Wenn ihr jemandem erzählt, dass ich das gesagt habe, lasse ich euch von innen heraus verbrennen. Verstanden? Ja. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Ich möchte ja Nekromanzer werden. Deshalb tue ich euch mal fragen. Ich habe gehört, dass ihr einen Elf seid, der Dinge beschaffen kann. Nun ja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Sucht mich in meinen Räumlichkeiten auf. Okay. Moment, es gibt kurz. Einige Experimente, die die Akademie nicht gerne sieht. Das heißt, wenn sie davon Wind bekommt. Hey, jetzt so etwas erwischt. Genau ist hier nicht erlaubt. Es ist zum Beispiel keine gute Idee, eure Kollegen an der Akademie absichtlich umzubringen. Davon würde ich euch abraten. Auch Diebstahl und Überfälle können euch in Schwierigkeiten bringen. Das machen. Und was die Forschung betrifft, nun, mit einer guten Erklärung kommt ihr mit fast allem durch. Aha. Wenn ihr für eure Experimente lebende Testobjekte braucht, ist es einfacher, das außerhalb des Akademiegeländes zu erledigen. Okay. Gute Ding. Okay, der Arno. Ah, noch ein neuer Lehrling. Wie?
Seid ihr einer von denen, die glauben, sie seien hier, um die Welt zu ändern? Oder geht es euch nur um euch selbst? Was ist denn das für ein Argon? Ich versichere euch, dass ich euch alle sehr genau beobachten werde. Hey, ja, ich mach ja nix. Kein Problem. Und dann möchte mehr über die Timer erfahren. Nachdem die Beziehungen zwischen Bund und Kaiserreich nun stabil sind, möchten wir nur noch Himmelsrand helfen. Wir möchten seine Einwohner durch diese Zeit der Veränderung leiten und sie in eine bessere Zukunft führen. Ja, eher das Gegenteil. Was macht ihr? Ich bin der Berater des Erzmagiers. Die Talmor möchten die Beziehungen mit eurer Akademie fördern. Ich stehe dem Erzmagier zur Verfügung, wenn er Rat benötigt. Eher einschleimen, hä? Fragt euch der Erzmagier oft um Rat? Vielleicht nicht so oft, wie er sollte. Mit der Zeit wird er aber bestimmt mehr Vertrauen entwickeln. Das glaube ich eher weniger. Kano, du bist ein bisschen ja, arrogant und ach, sehr auffallend komisch. Mal ein bisschen beobachten. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Okay, ich brauche eine Verzauberung. Ach, ihr bekommt das schon hin. Wenn nicht, hat Urak vielleicht ein Buch parat, das ihr lesen könntet. Könnt ihr es nicht für mich tun? Nein, nein, das kann ich nicht. Ich habe genug zu tun. Nutzt diese Gelegenheit doch einfach, um an euren Fertigkeiten zu feilen. Könnt ihr mich in Verzauberung unterrichten? Hier seid ihr an der richtigen Stelle. Ich werde euch gerne unterrichten. Hey, das kostet aber sehr viel. Wir haben nicht mal viel mehr. Ja, gibt es Akademie-Angelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Aber sicher. Ich habe noch einen Kunden. Er will, dass ich etwas verzaubere. Ihr könnt es für mich abholen, wenn ihr wollt. Okay, gerne. Hey, in Ordnung. Das kann ich für euch machen. Also gut. Beeilt euch bitte, ja? Für die Akademie ist das eine gute Möglichkeit, etwas Geld mal. Zu machen. Hier, Name und Aufenthaltsort des Kunden. Gehe zu Jenessa in Weißlauf und holt den Gegenstand ab. Können wir gleich mal noch kurz ein bisschen die Gegend erkunden? Wir tun jetzt nicht immer so mit dem Wagen reisen, weil wir ja Rundspiel machen. Aber dann machen wir eigentlich sofort die Quest weiter. Ich will nur ein bisschen vielleicht noch leveln können. Geht halt sehr lange, wir sind jetzt erst Level 2. Und so Höhlen und so, die werden einfach in dem Level sein, wo ihr es zum ersten Mal betretet. Jede Höhle, jeder Dungeon ist leider so, dass ich da dann einfach nicht mehr so guten Loot bekomme, wenn ich dann irgendwann mal wieder in den Dungeon gehe, nach einem Monat. Da müssen wir leider vielleicht noch ein bisschen warten. Ich wollte einfach Zutritt zur Akademie haben, um ein paar Zauber zu lernen, aber jetzt gerade so schnell weitermachen können wir leider aus irgendwelchen Rollenspielgründen nicht. Also ohne Rollenspiel würde ich das gerne auch machen, alle Dungeons schon extremst durch machen. Aber so im Rollenspiel möchte ich eher ein bisschen gemütlicher alles machen. Weil dann habt ihr wirklich dann in den späteren Parts natürlich noch coolere Sachen. Dungeons, die auch echt schwer sind und so Sachen und nicht gerade so Anfänger Dungeons. Also wir gehen mal in die Taverne zuerst, schauen mal, ob ein Alchemie-Table dort ist, weil bei Flusswald war ein Alchemie-Table dort. Ja, ein Alchemie-Tisch. Tut mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster explodiert wäre. Was habt ihr getan? Es war eine kleinere Fehlkalkulation. Ich habe sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Genau aus diesem Grund haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie, Nelaka. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Okay. Guten Tag, Dago. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Jo, was könnt ihr über die Winterfeste erzählen? Da gibt es leider nicht viel zu sagen. Winterfeste ist kaum mehr das, was es einmal war. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, redet mit Birna. Sie hat nicht viel, kann aber das Geld gut gebrauchen.
Und dann gibt es da noch unser kleines Gasthaus. Das meiste Geld kommt vom Besuch an der Akademie, aber auch das hat schon nachgelassen. Okay, habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr von Aventus Aretino gehört? Er ist ein kleiner Junge und wohnt in Windhelm. Angeblich versucht er, Kontakt zur dunklen Bruderschaft zu bekommen. Oh, du Bruderschaft. Das heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann, sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Ja, das habe ich schon mal gehört. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Jo, ich finde das cool, Magie oder so. Ändern. Aber wir wollen ja immer der stinkige Kleine. Mag ich das sagen? Mit der Hand auf der Klatsche. Geschichte. Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne bleiben. Im Grunde genommen ist das auch unsere Haupteinnahmequelle. Okay. Vielleicht nicht hinter dem Tresen sein. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr etwas essen oder trinken wollt. Hallo, Haran. Wir haben vielleicht nicht so viel zu bieten wie Weißlauf oder Einsamkeit, aber wir tun alles, um euren Aufenthalt möglichst angenehm zu gestalten. Warum ist es hier so leer? Meint ihr die Taverne oder Winterfeste? Die Antwort ist wohl sowieso dieselbe. Winterfeste macht harte Zeiten durch. Die meisten Bewohner sind schon vor Jahren weggezogen. Ein paar von uns sind entweder zu dickköpfig oder zu verrückt, um zu gehen. Also versuchen wir unser Bestes, ein Auskommen zu finden. Okay, schönes Fleckchen habt ihr hier. Es ist nicht viel, aber wir kommen über die Runden. In Winterfeste wird nicht viel Geld ausgegeben. Aber man kann darauf zählen, dass die Bewohner ab und zu mal etwas trinken wollen. Okay, nice. Kann ich jetzt... Also ja? Gut. Wenn im Gegensatz zu manch anderen haben wir nichts gegen die Akademie oder die Leute, die kommen und gehen. Aber das ist auch gut so. Ich na, wollen wir diesen Hunger stillen? Also der hat halt immer nur Essen. Getränke für die Durstigen, schon Speisen für die Hungrigen. Ja, ich brauche jetzt gar nicht. Auf Wiedersehen. Ich möchte mal mit dem Magier reden, der... Warte. Der Stammes... Worte, okay. Nisi sagt, dass die... Ein Mann... Manns... sind das Kätzchen mehr. Du hast gelernt... Mounzendes Kätzchen. Das gelernt, Dinge zu vor Abisi geheim zu halten. Und daher sagt Abisi es dir. Anfang waren zwei Wurfgeschwister. Abnur und Fadomai. Nach vielen Fast sagt Fadomai zu Amur. Lass uns heiraten und Kinder zeugen, auf dass sie unser Glück teilen mögen. Die Schrift ist recht schwer zu lesen. Und sie geben Alkosch die erste Katze. Und Abnur sagte, Alkosch, wir geben dir Zeit, denn was ist so schnell oder so langsam wie eine Katze? So, und sie gebar Kenarti, gewinden, Winde. Kenari, dir geben wir den Himmel, denn man kann höher steigen als der Wind. Und sie gebar Magnus, das Auge der Katze. Magnus, dir geben wir die Sonne, denn was ist heller als das Auge einer Katze? So, und sie gebar Marco, Mara, Mutterkatze. Maro, du bist zu Liebe, wenn was ist. Du bist voller als eine Mutter. Das ist sehr schwer zu lesen. Kann man da irgendwie etwas anders als Schrift machen, als Mod oder so? Vielleicht eben mit der neuen Anniversary Edition. Und sie gebar Srenda, den Kümmerling. Srenda, wir geben dir Mitleid. Denn wie soll ein Kümmerling... Leben, außer durch Mitleid. Viele Phasen vergingen und Abnur und Fadomai waren glücklich. Und Abnur sagte, wir sollten noch mehr Kinder zeugen, auf dass sie unser Glück teilen mögen. Und Fadomai war einverstanden. Und sie gebar Hermora. Sie gebar Hirsine. Hirsine? Okay. So, und sie gebar Mernunz und Mafala. Und Sagin und Segoraf. Viele andere. Fadomai sagte, Hemora, du bist Gezeiten.
Denn wer vermag zu sagen, ob die Monde die Gezeiten vorhersagen, aber die Gezeiten, die oder die Gezeiten, die Hira sind, du bist wie die hungrige Katze. Denn was sagt besser als eine Katze mit leerem Magen? Meruns Rungrei? Ist das Yokashi? Denn was ist zerstörerischer als ein Kätzchen? Mafala, du bist die Stammesmutter. Denn was ist geheimnisvoller als die Sitten der Stammesmutter? Jangin, du bist die Blutkatze. Denn wer kann den Ruf sehen? Chekaraf, du bist die Skoma-Katze. Denn was ist verrückter als eine Katze, die Skoma geschlürft hat? Und Abnus sagte, zwei Würfe reichen nicht, zu viele Kinder rauben unser Glück. Doch Kenati ging Fadomai und sagte, Fadomai Mutter, Kenari fühlt sich an so hoch, sich einsam so hoch über die Welt hin, nicht einmal mein Bruder Akatosh, Alkosh, liegen kann. Fadomai hatte Mitleid hier und brachte Abnus mit Hilfe einer List dazu, wieder zu springen. Und Fadomai gebar die Monde und ihre Bahnen. Sie gebar Nirni, die majestätische Sande und die Wälder. Sie gebar Azuraf, Abenddämmerung und das Morgenrot. Und von Beginn an stritten Niri und Asura um die Künste ihrer Mutter. Abnur ertappte Fadomai noch während der Geburt und er war zornig. Abnur schlug Fadomai und sie floh um das letzte ihres Wurfes weiter weg zu begehren, in der großen Finsternis. Fadomais Kinder erfuhren, was geschehen war, und sie kamen alle herbei, um bei ihr zu sein und sie vor Abnurs Zorn zu beschützen. Und Fadomai gebar Lorcai, das letzte der Junge ihres Wurfes, in der großen Finsternis. Das Herz von Lorcai wurde von der großen Finsternis erfüllt. Als er geboren worden war, konnte die Finsternis ihren Namen, er lautete Namira. Und Fadomai wusste, dass ihre Zeit gekommen war. Fadomai sagte, ja, hier gäbe Fadomai das Gitter. Denn was ist beständiger als die Phasen des Mondes? Deine ewigen Bahnen werden es vor Abnurs Zorn schützen. Die Monde brachen auf, ihren Platz am Himmel einzunehmen. Abnur knurrte und schüttelte die große Finsternis, doch er konnte das Gitter nicht überqueren. Fadomai sagte, Nirni, dir hinterlässt Fadomai ihr größtes Geschenk, des vielen das Leben schenken, wie Fadomai heute viel das Leben schenkte. Als Nirni sah, dass Azura nicht bekommen hätte, ging sie lächelnd. Alle Kinder Fadomais gingen, mit Ausnahme von Azura. Fadomai sagte, dir, meine Lieblingstochter, hinterlässt Fadomai ihr größtes Geschenk. Dir hinterlässt Fadomai ihr Geheimnisse. Und Fadomai erzählte ihrer Lieblingstochter drei Dinge. Fadomai sagte, wenn Nirni mit Kindern gefüllt ist, dann nimm eines davon und verwandle es. Schaffe die schnellsten, schlauesten, schönsten Wesen und nenn sie Keshid. Fadomai sagte, die Keshid müssen die besten Kletterer sein, denn wenn Maße und Sekunda versagen, müssen sie Kenaris Odem erklimmen, die Monde wieder auf Kurs zu bringen. Es ist sehr kompliziert und lang. Ich hoffe, es gefällt euch noch mitzulesen, also zu hören. Und Fadomai sagte, die Kashid müssen die besten Trickster sein, müssen ihre wahre Mutter stets vor den Kindern von Abnur verbergen. Fadomai sagte, oh Gott, die Kashid müssen die besten Überlebenskünstler sein, denn Nirni wird einversichtig sein und sie wird die Sande feindselig und die Werte unversöhnlich machen. Kashid werden immer hungrig sein und Krieg mit Nirni befinden. Mit diesen Worten starb Fadomai. Nach vielen Phasen kam Nirni zu Lorcai und sagte, Lorcai, Fadomai sagte mir, ich sollte viele Kinder gewähren, aber es ist kein Platz für sie da. Lorcai sagte, Lorcai erschafft einen Ort für die Kinder und Lorcai bringt dich dorthin, damit du gewähren kannst. Aber das Herz von Lorcai war vor der großen Finsternis erfüllt. Lorcai täuschte seine Geschwister.
sodass ich diesen neuen Ort zusammen mit ihnen betreten müssten. Viele von den Fadomais-Kindern kamen zu den Sternen. Viele von den Fadomais-Kindern starben, um Miris Bart zu festigen. Verlebenden lieben und bestraften Larkai. Die Kinder von Fadomai rissen das Herz von Larkai heraus und steckten es tief. Sie sagten, suchen dich, lärmige Larkai, dazu viele Phasen lang auf Nirni zu wandeln. Aber Nirni vergab Larkai bald, denn Nirni konnte Kinder gebären. Sie fühlte sich mit Kindern, aber sie weinte in ihre Lebenskinder. Das Waldvolk konnte ihre Gestalt nicht. Also das ist Nirn, also der Planet, wo wir drauf leben. Und Asura kam zu ihr und sagte, arme Nirni, hör auf zu weinen. Asura gibt dir als Geschenk ein neues Volk. Nirni hörte auf zu weinen und Asura verriet den Hunden das erste Geheimnis und lösten sich voneinander. Ließen Asura passieren. Asura nahm eine Angehörige des Waldvolkes, zwischen Mensch und Tier hin und her gerissen war, brachte sie in die besten Wüsten und Wälder auf Nirni. Und in ihren großen Weisheit gab sie ihnen viele Formen, eine für jeden Zweck. Asura nahte sie Kashid und verriet ihnen ihr zweites Geheimnis, lehrte sie den Wert von Geheimnissen. Zur Asura band die neuen Kashid an das Mondgitter, der sich für Nirnins heimliche Verteidiger gehört. Dann verriet Asura das dritte Geheimnis. Monde schienen auf die Sümpfe herab und ihr Licht zog. Das ist eines der längsten Bücher im Westland. Doch wer hörte das erste Geheimnis und ich sich hinter Asura hinein und Fair wusste Geheimnisse nicht zu würdigen und erzählte Nirni von Asuras Trick. Also ließ Nirni die Wüsten heiß und der Sand weißen werden. Nirni ließ die Wälder nass werden und verführte sie. Nirni dankte Fair, gestattete es ihm, das Waldvolk ebenfalls zu verwandeln. Fair verfügte nicht über Asuras raffinierter Verstand, also verwandelte er Angehörigen Sandvolks stets in Elfen, niemals in Tiere. Wer nannte sie Bosmer? Diesen Augenblick angehörten sie nach demselben Buch an wie die. Weil war wer Geheimnisse nicht zu würdigen wusste, schrie er der Geheimnis mit dem letzten Atemzug in den Himmel hinab, sodass alle Kinder Vater Mais das Gitter durchqueren konnte. Asura hielt den zornigen Anur und dämmigen Lokai in ihrer Weisheit die Ohren zu, sodass sie alleine das Wort nicht haben. Hey, ein sehr kompliziertes Buch. So ziemlich anspruchsvoll gewesen. Gerade auch ein bisschen am Nachdenken, was ich gelesen habe. Kompliziert, also ständig immer wieder Namen zu sagen. Ja, ist nicht gerade so ein leichtes. Warte. Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnt ihr gleich weitergehen. Hier, ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder Met? Könnt ihr ein Honigbräu Met geben? Ja. Ja, für die... Mein besser. Liebster Saufkumpan, besorgt mal ein wenig Met. Kommen wir eigentlich jetzt. Also gut. Tiefe Effekte. Wir kommen nicht. Okay, dann geben wir den Leuten nicht mehr in der Ferne. Wow, schau sich einer dieser Robe an. Seid ihr ein Zauberer? Was? Mein Papa sagt, dass Elfen böse sind und man ihnen nicht trauen darf. Ja, das sieht man. Es ist mir egal, meine Tage an der Akademie sind lange vorbei, aber ich bleibe gern in der Nähe. Gehört ihr zur Akademie?
Nein. Ihr Götter, nein. Schon seit Jahren nicht mehr. Ich hatte Winterfeste eine Weile verlassen und bin bei meiner Rückkehr hier in der Herberge eingezogen. Weshalb wohnt ihr hier in der Herberge? Ich bin immer noch mit meinen Forschungsarbeiten beschäftigt. Und hier in Winterfeste habe ich Zugang zu meinen ehemaligen Kollegen. Ah, okay. Jo, was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Magier, der hat wahrscheinlich Magierkleidung. Okay, Beschwörungen, das würde ich gerne kaufen, aber ich muss noch ein bisschen Geld verdienen. Oder zweitens. Okay. Ja, ist natürlich schon verbessert. Illusionszauber, ich weiß nicht, ob ich schon nutzen möchte. Ja, das ist natürlich besser, Magiker. Ja. Die Sachen, aber das kann ich noch. Ich möchte schon einen Feuer-Atron. 3 Gold fehlt noch, aber ich möchte es jetzt noch nicht ausgeben, das 300 Geld. Ja, und sonst gibt es leider irgendwie keine. Ja, einfach nur Zombie. Schutzgeist beschwören, aber Schutzgeist, ich weiß gar nicht, was. Müssen wir dann noch ausprobieren, wenn wir mehr Geld haben. Mache ich gerne. Aber eben. So gut. Ja. Gut, Jarl Korir. Was macht der Jarl Korir hier in der Taverne? Was habt ihr hier in Winterfeste zu schaffen? Ich bin wegen der Akademie hier. Ich bin nur auf der Durchreise. Haltet euch von dieser Akademie fern, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Hinter diesen Mauern regiert das Böse. Oh, okay. Seid ihr der Jarl? Ich suche nach Arbeit. Winterfeste hat viel von seiner Geschichte eingebüßt und damit auch viel von seiner Macht. Ich habe vor, das zu ändern. Ich habe Gerüchte über die Ruhestätte des Helms von Winterfeste gehört. Eben jenes Helms, den Jarl Hanse in der ersten Ära trug. Hanse war ein Anwärter auf den Thron des Großkönigs von Himmelsrand. Mit dem Helm könnte ich bei den anderen Fürstentümern Gehör finden und mir etwas Autorität verschaffen. Ja, ich besorge den Helm. Gut. Ich werde eine schöne Goldsumme für euch bereithalten. Wird er uns helfen? Aber wahrscheinlich wieder in einem Land. Stolz von Telvos. Okay, das könnte ein sein. Was stimmt mit der Akademie nicht? Seht euch doch um. Diese verdammten Magier sind schuld daran, dass es in Winterfeste so aussieht. Die hocken da oben in ihrem Turm und hecken wer weiß was aus. Und wer kontrolliert sie? Die Wachen wagen sich gar nicht da hinauf, es sei denn, sie haben keine andere Wahl. Ich dachte, das wäre das Meer gewesen, Rote Berge eventuell, aus diesem Plan. Morrowind. Ich möchte mehr über die Geschichte von Winterfeste. Was gibt es da schon zu erzählen? Die Stadt ist größtenteils verschwunden wegen dieser verdammten Magier in der Akademie. Eines Tages werden wir beweisen können, dass sie den großen Zusammenbruch verursacht haben. Fast eine ganze Stadt, die ins Meer stürzt. Das passiert nicht einfach so. Also ich weiß zurück, einfach, dass Schiffe manchmal so geil. Wow. Und Stolz von Telvos tönt irgendwie ein Schiff. Ich würde ein Schiff so noch nennen. Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnte er gleich weitergehen. Ich gebe nichts mehr aus. Ich muss Geld für den Balkon. Haben wir jetzt hier einen Alchemie? Wo haben wir in Winterfeste einen Alchemie? Ja, sind. Natürlich. Glaube jetzt gerade nichts. Also ich möchte nicht schon wieder Magie, eine Wache treffen oder so. Und der Spieler, anderen. Ja gut. Habe ich. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Ich tue, was nötig ist, um ein Auskommen zu haben. Muss ich ja wohl. Denn auf meinen Bruder kann ich mich nicht verlassen. Okay,
Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen länger den Part machen, wie ich die anderen neueren Parts von anderen Projekten auch schon gemacht habe. Es geht relativ schnell hochzuladen jetzt. Also YouTube hat da irgendwas wieder gefixt. Nicht mehr so lange geht. Nur, ich habe gemerkt, dass der Part von Minecraft, 1.18 Projekt, doch ein bisschen länger wieder dauerte. Ich werde es mal versuchen, so 50 Minuten den Part machen. Damit ihr mehr Gameplay habt und ja nicht immer so schnell ein Part kommen muss. Gut, wir versuchen mal eine Alchemie-Table zu finden. Müssten eventuell kurz hier nochmals reinschauen. Ob wir irgendwie ein bisschen nochmals Geld können. Also mit wenig Geld können wir halt noch nicht viel machen. Auf jeden Fall will ich ja nicht sehr stark verwundet werden und so. Ja, sonst weg hier werden. Ja. Okay. Ich nehme mal diesen Zehnstein mit, verzaubern ihn einmal. Bierstab nehme ich jetzt. Hier ist ein Buch. Ja, und die. Ich möchte nicht jedes Mal mehrere Bücher oder so lesen in einem Part. Ich werde die Sachen dann mal irgendwann mal lesen. Ich denke, wäre wieder gut, mal ein Buch zu lesen. Ja, wir werden ja sowieso sehr viele Parts haben, weil wir machen, haben wir halt nicht so viel vor. Ich hoffe, gefällt euch natürlich trotzdem mit Grundspiel, also dass wir das Spiel nicht so schnell durchspielen wie. Bitte behelligt den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Ja, das wissen wir schon, aber ich frage sie mal nochmals, wo lerne ich neue Zauber? Nun, das hängt davon ab, wonach ihr sucht. Faralda kann Zerstörungszauber lehren und bietet Training dafür an. Finnis ist einer der besten Beschwörer in ganz Himmelsrand und kann euch mit Zaubern dieser Art helfen. Lasst euch von Teufdir nicht täuschen. Er ist die höchste Autorität auf dem Gebiet der Veränderung. Einer der besten in Tamriel und stets bereit, sein Wissen weiterzugeben. Wenn ihr Drevis findet und ihn dazu bringen könnt, dass er sich konzentriert, kann er euch so einiges über Illusionsmagie beibringen. Und dann ist da noch Colette. Zwar ist der Umgang mit ihr nicht immer ganz leicht, doch ihr Wissen über die Wiederherstellungsmagie ist enorm. Okay, gut, danke schön. Was wird hier von mir erwartet? Es gibt keine Erwartungen. Diese Akademie ist ein Ort, an dem man Magie ungehindert lernen und ausüben kann. Ich hoffe, ihr teilt alle Entdeckungen aus euren Studien zunächst mit den Mitgliedern der Akademie. So können alle davon profitieren. Sehr gerne. Endhier. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Weil wir jetzt hier sind, können wir jetzt mit Geschäfte reden. Können wir Geschäfte miteinander machen? Ich hoffe, ihr habt Geld. Ja, die Frage ist, was habt ihr zu bieten? Sehen wir es uns doch einfach mal an. Okay, er verkauft Sachen. Holzstab der Ahnen. Wird einen Ahnengeist für Sekunden. Stab des Schutzgeistes. Wird ein Schutzgeist für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zaubernde zeigt. Ja. Magierhandschuhe. Spitzenrobben. Wasser. Ätherheim. Bücher, Eichstand, Elementarblitze. Euer Blitz wäre vielleicht etwas. Ich sag Markus noch. Bis. Ja, Ausdauer wäre nicht schlecht, eigentlich. Ausdauer verbrennen. Hm?
Unken wäre nicht schlecht. Jo. Ah, okay. So. Ich dachte, du... Bitte behelle ich den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Das ist... Frage. Ah, okay. Iria. Das sind Lügen. Alles Lügen. Mir ist es egal, was sie euch gesagt hat. Es sind alles Lügen. Herstellungsmagie? Wem spricht ihr? Faralda. Tut nicht so, als hätte sie nichts gesagt. Ich kenne sie. Ich weiß, was sie im Schilde führt. Wovon weiß ich nichts? Ein Problem habt ihr mit Faralda? Was ich für ein Problem mit ihr habe? Sie hat ein Problem mit mir. Sie fühlt sich durch mich bedroht. Durch mein Können als Zauberin, durch meine Eleganz und Haltung, durch mein überlegenes, gutes Aussehen. Aber sie wird mich nicht unterkriegen, oh nein. Das lasse ich einfach gar nicht an mich heran. Das will sie doch nur. Sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Nun, das wird nicht funktionieren, das sage ich euch. Okay, ja. Faralda jetzt gar nicht mehr. War ein bisschen komisch. Was wisst ihr über Arcano? Arcano? Vertraut ihm lieber nicht. Er führt etwas im Schilde. Aufgefallen. Natürlich führen die meisten hier etwas im Schilde. Aber in seinem Falle ist es nichts Gutes. Ja. Ich habe es noch nicht herausbekommen, aber das werde ich noch. Aber er sieht recht gut aus, nicht wahr? Ja, überhaupt nicht. Also gut. Ein recht arrogant. Ja. So arrogant. Leider ist ja ein bisschen. Ich will es einfach, ich will nicht arrogant. Ich brauch's nicht. So. Ja, ich muss mich ein bisschen beherrschen. Ich möchte ein bisschen Geld verdienen. Aber wenn man jetzt hier so leicht an Verkäufe kommt, das ist ja nicht. Jo, haben wir denn die anderen Leute? Nee. Okay, ab. Wir nehmen einfach das. Oh, sieht doch schon viel besser aus, der Tisch. Weniger Süßes liegt. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Okay, die hat auch etwas. Ja, gut. Ja, Faralda. Bitte behelle ich den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Faralda. Ja. Okay, da geht's noch. Ja. Gut, dann haben wir hier irgendwo noch einen anderen Unterkunft. Dann, was noch drüben ist, da ist ja die Halle noch irgendwo. Okay. Mein Halle, der bekräftigt. Sind da die Höheren oder? Ja, ich bin einfach in die andere Halle eingetan worden. Oh. Okay. Da ist ein Verzauberer. Wir haben jetzt einen aufgeladenen Seelenstein, wahrscheinlich noch eine Seelenfalle. Ah, Alchemie. Wunderbar. Dann machen wir noch kurz ein bisschen Eitrinke. Und dann gehen wir schon mal weiter. Gesundheit verstärken. Das möchte ich ja eigentlich nicht herstellen. Ein paar. Da kurz. Okay. Müssen wir einfach nochmal Weizen suchen. Und hier in Winterfeste gibt es, glaube ich, kein Weizen. Da ist kein Weizen. Ja. Oh, hier haben wir Altwein. Bye mit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.